Ach so, hier sind wir wieder. So, ich möchte jetzt einmal klarstellen, dass ich nicht mehr weiß, was ich tun muss. Feuer machen müssen wir. Okay, was haben wir denn dafür? Ätnas Karte. Kommen wir hier raus? Ja, das funktioniert ganz klasse. Ja, Feuer ist da. Ach, stimmt, wir mussten ja den Tee dann machen. Ja. Das haben wir ja auch schon alles gemacht. Gut, ich rede mal einfach mit allen. Die lustige Blume schien Lilli zu mögen. Zumindest beugte sie sich unmerklich nach vorne, sobald Lilli in die Nähe kam. Ja, hat man mal eine Woche lang nicht Der mehr. lustige Hase mit den leuchtenden Augen saß unbeteiligt auf dem Stuhl. Ob Lilli ein wenig mit ihm spielen durfte? Nee, ganz bestimmt nicht. Das war also dieser Dr. Marcel, von dem alle sprachen. Marcelinho, moin. Zotti. Oh, Zotti. Was habe ich dir nur angetan? Lassen Sie alles raus. Ein Jammer, dass ich meinen Notizblock nicht dabei habe. Die Erwachsenen schienen mit Erwachsenenproblemen beschäftigt zu sein. Lilly wollte sie lieber nicht ansprechen. Aber dann haben wir es doch, oder nicht? Zotti. Oh. Okay. Die Erwachsenen. Lilly. Das führt aufs Gleiche hinaus. So, Teetassen noch. Können wir da noch Lilly eine hatte mitnehmen? bereits genug Tassen. Lilly hatte null Tassen. So, hallo? Garrett antwortete nicht. Lilly musste wohl auf eigene Faust einen Weg finden, die Geheimtür zu öffnen. Dabei würde es sich als hilfreich erweisen, dass sie einen Weg gefunden hatte, die Blockade zu umgehen. Sie durfte nun endlich wieder mit Feuer spielen. Hurra! Ja, das ist ja cool, aber wie kriegen wir das Feuer denn aus? Können wir weiter nach links oder? Nee, da war ja. Warum sollte Lilly nach Geheimtüren suchen? Immerhin kannte. Warum müssen wir hier gleich nochmal rumstehen? Wir sollen verhindern, dass das Kind versucht, vor der Therapie zu. Wenn möglich. Hast du da. Ja, okay. Andere Lilly wird. Kann ich da eigentlich. Hier ist ja eine dunkle Ecke. Gucken wir uns die einfach mal an. Irgendwo hier musste diese Geheimtür sein. Oben an der Wand schien es eine Art Haltevorrichtung zu geben. Aber ohne mehr Licht kam Lilly hier nicht weiter. Muss ich einfach die Karte verbrennen? Ich meine, das ist ja das Einzige, was ich gerade habe, oder? Da waren schon wieder diese Stimmen. Lilly wieder. Hallo Lilly, du willst doch nicht etwa mit dem Feuer spielen? Oder? Ach, natürlich willst du das nicht. Das hat die Oberin doch verboten. Irgendetwas. Ja, natürlich. So. Wenn ich da jetzt einfach drauf drücke, dann. Okay, dann ist. Ja, alles klar. Endlich konnte Lilly wieder nach Herzenslust ins Feuer greifen. Schön. Was nicht hieß, dass das eine gute Idee war. Na gut. Wie wär's, wenn wir jetzt die Karte verbrennen? Da waren schon wie Lilly. Kann ich Feuer machen einfach so? Oben an aber. Was mit dem Haken? Der Haken war so installiert. Endlich konnte. Was? Okay. Eine Fackel, kann ich die mitnehmen? Ja, siehst du, noch einfacher. Dann packen wir die in den Kamin. Kravonk. Nehmen wir einfach mal eine brennende Fackel mit. Ist ja nicht schlimm, wenn man die so in der Hosentasche hat und. Mit Hilfe der Fackel konnte Lilly endlich die geheimnisvolle Halterung inspizieren. Was für eine Überraschung! Es war eine Fackelhalterung. Na. Von dem versprochenen Geheimgang fehlte jedoch nach wie vor jede Spur. Irgendwo hier musste diese Geheimtür sein. Kann ich da irgendwas drücken? Tatsächlich, ein Geheimgang. Ja. Garrett hatte also wieder einmal recht behalten. Nice. Dann gehen wir da mal rein. Lilly, du hast es geschafft. Perfekt. Ich glaube, du bist nun endlich bereit, die Wahrheit zu erfahren. Tja, wo soll ich nur anfangen? Überall. Ich würde gerne was über dich erfahren. Na, vielleicht sollte ich mich erst einmal vorstellen. Mein voller Name ist Chief Deputy Garrett Gordon Gardengore. Ich arbeite als verdeckter Ermittler für das Jugenddezernat. Ich wurde undercover in dieses Kloster eingeschleust, um die Oberin zu observieren. Meine Aufgabe ist,
Beweise zu finden, dass ihre Erziehungsmethoden gegen das Jugendschutzgesetz verstoßen. Aber der weitaus größere Fisch ist Dr. Marcel. Gegen ihn ist die Oberin die reinste Nonne. Lilly konnte kaum glauben, was sie da hörte. Aber nun ergab alles einen Sinn. Der geheime Raum, die Abhörapparate und die seltsamen Stimmen, die sie nachts immer hörte. All das fügte sich nun zu einem stimmigen Gesamtbild zusammen. Mhm. Bevor du mir deine Fragen stellst, lass mich noch kurz eine Sache zu dieser Hypnose loswerden. Diese HW-Hypnose ist eine teuflische Erfindung des Doktors. Er nutzt offenbar diesen Stoffhasen, um dir seinen Willen aufzuzwängen. Wenn wir hier raus wollen, dann musst du dich gegen diese Verhaltensregeln zur Wehr setzen, die er bei dir installiert hat. Ähnlich wie das Verbot, mit Feuer zu spielen, kannst du auch die anderen Blockaden umgehen. Dafür musst du dich allerdings wieder in Trance versetzen. Die erste Herausforderung wird sein, das Schulgelände zu verlassen. Es wurde dir von der Oberin verboten. Und aufgrund der Blockade ist es dir nicht möglich, ungehorsam zu sein. Der Trick ist auch hier, das Problem während der Trance zu bekämpfen. Wir sollten das Problem vor Ort angehen. Dann machen wir das doch gerne. Lass mich ausreden. Wie gesagt, Dr. Marcel ist der viel größere Fang. Die Polizei ist ihm schon seit längerem auf den Fersen. Er steht unter dem Verdacht, illegale Therapiemethoden einzusetzen, um Kindern ihrer Kindlichkeit zu berauben. Und die Hypnose, die er an dir durchgeführt hat, festigt diesen Verdacht. Die Polizei rufen? Ha, Lilly, ich bin die Polizei. Ich kann dir helfen und dich in Sicherheit bringen. Wir müssen nur irgendwie vom Schulgelände herunterkommen. Der beste Weg ist wahrscheinlich, den Spuren deiner Freundin Edna zu folgen. Aber erst einmal wollte ich ja deine Fragen beantworten. Also? Keine Fragen? Enttäuschend. Aber na gut. Auf zum Schaukelbaum! Ja. Was machen wir denn hier am besten, wenn ich die Fliegerbombe mir anschaue? Ist da wieder was drin? Wollknäuel? Eigentlich sollte das Wollknäuel ja als Symbol der Freundschaft für alle Zeiten in der Schatztruhe bleiben. Aber Lilly gingen langsam die Optionen aus. Dann nehmen wir das mal mit. So. Lilly hatte nichts mehr am Kloster zu schaffen. Sie wollte Edna durch den Zaun folgen. Na gut. Komposttonne, ist da noch was zu holen? In der ein Para. Lilly konnte sie. Ja, hier ist der Moment des Todes. Folgen wir mal. Hallo Lilly, du willst doch nicht etwa das Schulgelände verlassen, oder? Das hat die Oberin doch verboten. Und du weißt ja, du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Man kann viel Spaß haben, ohne sich den Regeln der Erwachsenen zu widersetzen. Wir könnten deine Murmeln nach Farben sortieren. Oder uns einen Abzählreim fürs Wäschezusammenlegen ausdenken. So verlockend sich die Anregungen des lustigen Hasens auch anhörten, Lilly musste durch den Zaun und Edna finden. Okay, das heißt, ich interagiere jetzt mit ihm. Du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Ist dir auch gar nicht nötig. Es gibt so viele spaßige Dinge, die erlaubt sind. Zählen oder mit Wollknäueln spielen. Kann ich ihn einfach jetzt strangulieren? Was hast du da? Darf ich das mal sehen? Aha. Oh, ein Wollknäuel. Yippie. Das ist ja... Wookie. Ah, wunderschön. Wookie. Aha. Lilly hatte sich mit Hilfe des Hasen wieder in die Welt der Trance versetzt. In der Ferne sah sie die Riesenoberin vor ihrer Höhle umherstapfen. Und dort, wo in der Realität das Loch im Zaun geklafft hatte, gab es hier ein Spinnennetz, in dessen Mitte eine riesige Spinne hockte. Dies musste der zweite Dämon sein, den es zu bezwingen galt. Dann schauen wir mal, wo wir hin können. Ich habe hier Knochen und Teer. Zwischen all den abgenagten Menschenschädeln lag eine Rippe, die Lilly an das Horn eines Einhorns erinnerte. Lilly war begeistert. Ja, dann her damit. So, jetzt haben wir hier eine Teergrube und viel mehr haben wir doch nicht. Ach, guck mal, wie synchron diese Augen von Harvey und die von der Spinne sind. Wunderschön. Die Teergrube blubberte einladend. Leider hatte Lilly keine Zeit für ein Bad.
Kann ich hier irgendwie noch dahinter? Nein. Das heißt, die einzige Option, die wir haben, ist... Oder wir können es mit der flachen Hand mal versuchen. Nee, macht Lilly nicht. Verstehe ich. So. Okay. Was ist mit der Spinne? Wurde dir nicht gesagt, dass du das Schulgelände nicht verlassen darfst? Natürlich. Man darf Erwachsene nicht widersprechen. Aber weil du ein braves Kind bist, weißt du das ja bereits. Das wusste Lilly in der Tat. Aber Garrett hatte auch gesagt, dass sie hier im Kloster nicht länger sicher war. Die Regeln der Erwachsenen schienen Lilly plötzlich lückenhaft. Wie konnte sie dem Spinnendämon nur beibringen, dass die Oberin auch nicht immer recht hatte? Wir pieksen den einfach. Lilly war gespannt, ob das wohl irgendeinen Effekt haben würde. Sozi! Sozi! Als Lilly sah, wie die riesige Oberin die Spinne in den Arm nahm, wurde ihr ganz warm ums Herz. Plötzlich wirkte die Oberin gar nicht mehr so groß und erwachsen. Mit einem wohligen Lächeln auf dem Gesicht erwachte sie aus ihrer Trance. Das war überraschend einfach. Yay! Jetzt haben wir schon zwei Begleiter hier. Ist das nicht schön? Nicht mehr zuhören. So hat man es doch gerne. Lilly hatte die zweite Blockade gelöst. Sie konnte zwar nur ein Verbot zur Zeit umgehen, aber das war besser als nichts. Dann umgehe ich das direkt. Und rein hier. Ja! Kapitel 1 geschafft. Ejo! Kapitel 2. Ednas Versteck. Als Lilly den Klosterberg hinabstieg, hatte die Dämmerung bereits eingesetzt. Du bist spät dran. Wo warst du nur so lange? Spar dir das. Es gibt eine Zeit des Redens und eine Zeit des Handelns. Und es gibt diese dritte Zeit. Die Zeit des auf der Polizeiwache Hockens und Formulare ausfüllens. Und diese Zeit ist jetzt. Was ist denn jetzt noch? Ach, sag nichts. Du willst deine Freundin, diese Dings, diese Edna finden, stimmt's? Aha. Ich dachte mir gleich, dass das Mädchen Überstunden bedeutet. Aber falls sie wirklich noch lebt, gehört das wohl auch zu meinen Pflichten. Wobei ich es für viel wahrscheinlicher halte, dass Dr. Marcel sie bereits gefunden und in einem Gartenhäcksler zu Schweinefutter verarbeitet hat. Wenn dem so ist, dann finde ich das auch raus. Du musst dir also keine Sorgen mehr um deine kleine Freundin machen. Warum muss ich auch immer so verdammt mitfühlend sein? Es ist ein Fluch. Mhm. Na gut. Du wartest hier, während ich weitere Ermittlungen anstelle. Ich werde den Weg zur Anstalt überwachen. Vielleicht erfahre ich auf diese Weise etwas. Wenn ich etwas herausgefunden habe, gebe ich dir das Signal. Ich imitiere ein Huhu, Huhu und so weiter. Du wirst das schon mitbekommen. Warte hier auf mich. Es dauert sicher nur wenige Stunden. Lilly war sehr froh, dass Ednas Schicksal nun in den Händen dieses äußerst kompetenten Jugendermittlers lag. Dennoch hätte sie ihn gerne auf die Karte mit dem Weg zu Ednas Versteck hingewiesen. Doch Garrett war bereits verschwunden. Lilly riskierte selbst einen Blick auf die Karte. Sie konnte den Moorsee von hier aus sehen. Ednas Versteck konnte ja nicht weit sein. Du willst doch nicht im Dunkeln ins Moor laufen. Weißt du denn nicht, dass das sehr gefährlich ist? Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Es gibt so viele andere schöne Orte, an denen Kinder sich aufhalten können. Zum Beispiel das Landwirtschaftsmuseum. Oder das Berufsinformationszentrum des Arbeitsamtes. Aha. Langsam fand Lilly den lustigen Stoffhasen gar nicht mehr so lustig. Trotzig riskierte sie einen weiteren Blick auf die Karte. Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Das tut mir leid. Ich wollte dich bestimmt nicht erschrecken. Wir sind doch Freunde. Und mit Freunden macht man keine Scherze. Doch, man macht nur mit Freunden Scherze.
Ich nehme jetzt mal die Karte mit. Ach, das wird nicht funktionieren. Es geht ins Dorf. Ja, nimm mal die Karte mit. Und hier sterben wir. Lilly kam gerade rechtzeitig, um zu sehen, wie das flüchtige Topografie-Utensil durch ein vergittertes Fenster verschwand. Das ist kacke, aber nicht zu ändern.